Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für moderne Souveränität und Gelassenheit. Dein Podcast für Erfolg und Genuss in genau deinem Leben. Schön, dass du wieder da bist und dir Zeit für dich selber nimmst, für deine Weiterentwicklung, für einfach mögliche nächste Schritte. So schön bist du da, weil wir feiern heute zusammen die 100. Podcast-Folge. Sensationell, oder? Ist der Wahnsinn. Und es ist nur wegen dir möglich, weil du den Podcast gerne hörst, weil du ihn anklickst, dich hinsetzt, ihn durcharbeitest und weil du dir mehr Souveränität, Gelassenheit, Leichtigkeit gönnen möchtest und ich dich einfach Woche für Woche dabei begleiten darf. Das ist so, so schön. Vielen Dank, dass du für dich und damit für alle und für die Erde diesen Weg gehst. Danke, dass du dich nicht mit der jetzigen Situation abfindest, zufrieden gibst, wie es ist, sondern dass da wie ein Funken Neugierde ist, dass es irgendwie leichter gehen darf, gelassener gehen darf, schöner sein darf, dass da noch mehr auf dich wartet. Danke für deine Kommentare, E-Mails, für eine Rückmeldung, die du vielleicht gegeben hast oder mich sogar auf der Straße angesprochen hast. Alles das gehört mittlerweile zu meinem Leben dazu und ich freue mich wirklich einfach nur riesig darüber. Es ist wirklich, dass ich meinen Job so machen darf, so machen kann. Das habe ich euch allen zu verdanken, weil ich euch mit auf die Reise nehmen darf, weil ich euch anstecken darf, dass das Leben voller Erfüllung sein darf, dass das Leben schön sein darf. Und auch mit dieser 100. Podcast-Folge möchte ich dich dazu verführen, dich noch mehr in dein Leben zu verlieben. Wir leben wirklich schon seit ein paar Jahren in komplett neuen Zeiten. Die ganze Erde shiftet von der dritten Dimension in die fünfte Dimension. Das ist das, weshalb so viel hochpoppt, so viel so unraveled, sage ich dem immer so. Also, dass es so viel Schmodderkram nach oben spült, alles das gehört genau da dazu. Weil wir rausgehen aus dieser dritten Dimension, wo es so dicht und dumpf und eng ist und so bewertend in ein Gut und Böse und was da alles mit dazugehört, in diese dritte Dimension, rein in die fünfte, wo es leicht ist, wo es bewertungsfrei ist, tolerant, wo jede Seele einfach ihren Weg geht. Das ist genau das, wo ich dich begleite jetzt seit der 100. Podcast-Folge. Ich habe das nie so offen gesagt mit der dritten und der fünften Dimension. In der 100. Podcast-Folge traue ich mich das jetzt zu sagen. Das ist der Hintergrund, der mich bewegt, diesen Podcast zu machen. Es dir so einfach wie möglich zu machen, diesen Shift mitzugehen, weil die Erde bewegt sich, das Kollektiv bewegt sich in die fünfte Dimension und jede einzelne Seele, jeder einzelne Mensch, wenn er das möchte. Und je mehr du diese Leichtigkeit in dein Leben lässt, umso leichter wird der Shift. Umso mehr Distanz kriegst du von dem, was im Außen da so an Scheußlichkeiten hochgespült wird. Es geht einfach in die fünfte Dimension. That's it. Und deshalb, ich werde so oft angesprochen, dass ich so eine Energie habe, so eine Message irgendwie durch jede Podcast-Folge durchfließt. Ich kriege so viele Rückmeldungen, dass da so eine Leichtigkeit drin ist, dass es so ein Optimismus drin ist. Das ist der Hintergrund.
Und ich habe gerade neulich hier in der Umgebung von Zug einen Workshop gegeben, wo mir dann eine Teilnehmerin gesagt hat, es war ihr egal, was der Workshop-Titel ist. Sie wollte einfach nur in die Energie von dieser Ausschreibung. Und ich schreibe meine Internetseite, die Ausschreibungen, ich schreibe alles selber. Das ist alles wie meine Energie, die da drin ist. Also vielen, vielen Dank, dass du dich auf diese Reise machst, dass ich dich begleiten darf. Ich weiß, dass viele meiner Coaching-Kunden die Podcasts hören, sei es Freitagabend in der Badewanne, Freitagnachmittag beim Bügeln oder sonntags gemütlich noch im Bett oder sonst bei irgendeiner Gelegenheit. Es ist mega cool, dass du auf diese Reise dich machst und es ist mega cool, dass ich dich da begleiten darf, weil es ist mir wirklich so ein Anliegen. Die Ursprungsbasis ist der Shift der Dimensionen. Raus aus den alten Geschichten, Mustern, Prägungen und dieser Vergangenheit, die früher ihren Sinn gehabt hat, die früher einen Hintergrund gehabt hat, die früher ein Learning gehabt hat, aber diese Geschichten, Muster, Prägungen, die wir alle für uns einzeln und fürs Kollektiv draus gewoben haben, uns draus gestrickt haben, die dienen uns jetzt nicht mehr, die dürfen weg. Das ist das, was ich mit den Lehmschichten immer meine. Die können weg, damit dein innerer Seelenkern wirklich strahlt, seine Mission hier auf der Erde, warum du gekommen bist, warum deine Seele sich entschieden hat, in diese Welt, an diesen Ort, zu dieser Zeit zu inkarnieren, da hier zu erscheinen. Das ist das, was wir im Inneren so stark fühlen. Und rein in eine zauberhafte Zukunft deiner Vorstellungen und Träume. Deshalb war die letzte Podcast-Folge die Unterscheidung von Ego-Stimme und Intuitionsstimme. Weil die Intuition ist das, was von deiner Seele kommt, was ist so wie so, ich sage dem immer, wie Champagnerblasen, die nach oben steigen und die gesehen und gelebt werden wollen. Die wollen gesehen werden und in die Welt gebracht werden, von dir ins Tun, in die Aktivität gebracht werden, in die Umsetzung gebracht werden. Und genau so kommt diese unendliche Freiheit, Leichtigkeit und Genuss in dein Leben, nachdem du dich so sehr sehnst. Das ist der Hintergrund, warum wir alle uns so sehr nach der Leichtigkeit sehnen. Und das ist der Hintergrund, warum ich dich in jeder Podcast-Folge daran erinnere, dass du freiwillig hier auf die Erde gekommen bist und dass dein Leben richtig schön sein darf. Richtig voller Freude, Lebensfreude. Immer. Und es ist egal, wie es im Außen stürmt und poltert. Das sind jetzt unschöne Dinge, die sich immer mehr zeigen, die immer mehr an die Oberfläche kommen, weil sie in der fünften Dimension keinen Platz mehr haben. Die wollen jetzt gesehen und aufgeräumt werden, wie bei uns Menschen auch. Da zeigen sich auf einmal Muster, die uns gar nicht so gut gefallen, die uns nicht so behagen, die jetzt aufgeräumt werden wollen. Das ist meine Mission, diese Muster aufzulösen und all denen behilflich zu sein, an der Seite zu stehen, die sich unwohl fühlen, die spüren, da ist noch mehr im Leben, da wartet noch mehr. Ich bin aus irgendeinem ganz anderen Grund auf der Welt, als ich jetzt gerade mache. Oder ich bin da, wo ich jetzt gerade stehe, zwar richtig, aber es darf leichter sein, es darf mehr gehen. Ich habe in letzter Zeit so viele Anfragen auch gehabt, wo die Karriere wunderschön ist, passt, stimmig ist, aber der nächste Schritt darf jetzt sein. Und da hindern ganz oft die alten Geschichten, Muster, Prägungen, Programmierungen, die halten uns in dem alten Sumpf drin, in dem alten, ich weiß gar nicht, wie ich dem sagen soll, also einfach in dem alten Morast. Das ist viel dichter, viel enger, viel strangulierender, weil es für die Vergangenheit gemacht ist. Wir denken nicht mehr wie im Mittelalter. Im Mittelalter war alles noch viel dichter.
Vor 100 Jahren war auch alles dicht, aber schon nicht mehr so dicht wie im Mittelalter. Und jetzt gibt es Riesensprünge auf der energetischen Bahn, auf der energetischen Linie. Das ist das, was wir so sehr spüren. Genau, und deshalb verzweifle nicht, ob der Nachrichten, die da draußen sind, ob der Informationen, die oder diese ganzen grässlichen Geschichten, die da hochgespült werden, sondern jetzt ist die Zeit, sich ums eigene Leben zu kümmern. Du darfst dich in dein Leben richtig verlieben. Was willst du noch erleben? Worauf hast du noch so richtig Lust? Alles, wirklich alles ist möglich. Wenn du immer wieder dieses Bild hast, ich gehe barfuß nach Russland, dann kann man heute über Social Media gucken, da gab es bestimmt schon eine Handvoll Leute, die das gemacht haben. Diese Sätze, was hast du denn für Vorstellungen oder Schuster, bleib bei deinen Leisten oder was du denkst, was hast denn da für eine krude Idee? Das kommt alles aus der Dichte der Vergangenheit. Heute ist alles möglich. Alles, was es dir wie so hochspült, was dich wie unruhig oder vielleicht auch mal unzufrieden sein lässt. Und diese Träume, die immer wieder kommen, alles ist möglich. Und wir unterscheiden uns wirklich nur durch unsere Träume. Wir Menschen haben weltweit alle die gleichen Ängste, aber wir haben nicht die gleichen Träume. Das ist das, was uns unterscheidet. Das ist das, was deine Seelenessenz ausmacht, die Träume. Und wenn wir die immer wieder wegdrücken, nicht drauf hören, dann werden wir einfach krank, weil sich dieses Wegdrücken, das ist eine blockierende Energie, die sich im Körper festsetzt. Und wenn wir das oft genug machen, jeder Mensch reagiert dann unterschiedlich, aber dann werden die Schultern hart oder der Körper reagiert. Der Körper ist der Transporteur deiner Seele. Das ist das Auto deiner Seele. Also glaub an deine Träume, geh sie Schritt für Schritt, hol sie in die Realität. Ganz oft sind es gar nicht fancy, wilde, unmachbare Träume, sondern Schritt für Schritt ist es wirklich machbar. Und noch bevor du selber an dich glaubst, ich glaube an dich, ich sehe, was deine Seele wünscht. Ich sehe ganz häufig bei meinen Kunden, wenn sie da was erzählen, wie die Wangen auf einmal sich rot verfärben, wie die Augen zum Leuchten anfangen, wie sich die ganze Aura verfärbt und zum Leuchten anfängt. Also noch bevor du an vielleicht diese Träume glaubst, tue ich das schon längst. Ich habe schon so oft gesehen, was es für ein Change im Leben ist, wenn auf einmal diese Träume Schritt für Schritt ins Leben geholt werden. Also hör auf die Impulse, die dir immer wieder in Sinn kommen. Hör auf dein Gefühl, dass bei den Impulsen, die vom Higher Self kommen, die von eben deiner Seelenessenz kommen, die fühlen sich da warm an, die fühlen sich weich an. Und dann ist der nächste Karriereschritt der richtige. Dann will es weiter Entfaltung geben, Neues erleben, Neues ausprobieren. Und zur Feier der 100. Podcast-Folge teile ich mit dir heute den absoluten Geheimtipp und Booster, der wirklich jederzeit für dich sofort anwendbar ist, der dir sofort einen klaren Kopf schenkt und dich raus aus Stress, Anspannung, Angst und so Blockade, vielleicht sogar gelähmt sein, von den unsichtbaren Gummibändern zurückgehalten sein, da rausholt. Und das ist der ganz, ganz eigentlich simpel klingende, und er ist auch simpel, dieser Schritt, das ist das sofortige Schlüpfen in die Beobachterrolle. Also wenn du in der Situation bist, wo du merkst, ich bin gefangen in der Situation, ich bin völlig gestresst, angespannt, ich kann nicht klar denken, ich bin wie paralysiert, dann geh in die Beobachterrolle. Das ist der Booster, der dich immer befreit, weil er dich sofort aus den Emotionen raushebt. Wenn wir
mit Emotionen überschüttet sind, wenn wir in der Angst gefangen sind, wenn wir im Stress wie gelähmt sind, dann sind wir in diesen Emotionen gefangen, die diese Stresssituation in uns wachrütteln. Das sind beruhend auf irgendwelchen Triggern ausgelöste Muster aus der Vergangenheit, die dich so erstarren lassen oder die sofort das Adrenalin hochschießen lassen, sofort die Stirnfalte erzeugen, die Mundwinkel nach unten ziehen, die Schultern angespannt nach oben ziehen. Das sind alte Softwareprogramme, die in uns Menschen dann angetickert werden oder wie am Computer. Und die Beobachterrolle, wenn es nur eins ist, was du jetzt machen kannst, dann beam dich in die Beobachterrolle, weil die holt dich sofort aus den Emotionen raus. Die hebt dich sofort wie auf einen Kinosessel, sodass die gesamte Situation, wie sie gerade ist, vor dir wie auf einer Leinwand ist. Und es schenkt dir dann die Möglichkeit, aus dieser Beobachterrolle auch körperlich runterzufahren und so eine easy peasy Beobachterposition inne zu haben, der einfach die momentane Situation anschaut. Das kann sein, dass du einen Anruf kriegst, du musst sofort eine Präsentation halten und erstarrst, weil dir dein Ego-Softwareprogramm sagt, aber da bin ich nicht vorbereitet, das kann ich nicht. Die letzten Male ist mir immer irgendwie der Hals zugeschnürt gewesen. Vielleicht hast du auch schon mal so einen Blackout gehabt. Vielleicht musst du auf die Bühne gehen und hast Angst vor den vielen Zuschauern. Vielleicht, wie auch immer, das, was dich so erstarren lässt, das ist eine Softwareprogrammierung aus der Vergangenheit. Das ist das, was ich meine mit irgendeine alte Geschichte, die ein Muster kreiert hat, eine Prägung kreiert hat, ein Programm kreiert hat. Und dieses Programm schlägt jetzt an. Und die Beobachterrolle hebt dich da raus. Hebt dich raus aus diesen Programmen, raus aus den Emotionen und gibt dir die Möglichkeit, dich selber zu beobachten, wie aus der Adlerperspektive oder Beobachterposition, welches Bild dir da am meisten gefällt. Und schenkt dir die Möglichkeit, mit kühlem Kopf zu entscheiden. Es schenkt dir sofort eine Entscheidungshoheit. Es schenkt dir den kühlen Kopf, eine Urteilsfähigkeit überhaupt zu haben, die dir in der Gefangenheit, in der Situation sonst vielleicht gerade verwehrt ist. Es hebt dich raus aus der Matrix, aus diesem emotionalen Netz, diesem Knäuel, und du bist nicht mehr direkt involvierte Teilnehmerin in der Situation, sondern die Beobachterposition hebt dich aus der Opferrolle, aus der Angstrolle raus und macht dich zum Beobachter, zu der I am-Person, die du in Wirklichkeit bist, diese Seelenessenz, die du in Wirklichkeit bist. Und diese Seelenessenz, dein innerer Kern, der kennt keinen Stress, der hat keinen Stress, sondern der entscheidet immer im Urvertrauen den für sich selber richtigen nächsten Schritt. Und es kann sein, dass das Ego sagt, bist du verrückt? Das machen wir nicht. Das ist zu teuer, das ist zu weit weg, das ist aus den und den Gründen gar nicht möglich. Das Ego erzählt dann die Geschichten. Und das Netz zieht sich zu, das Netz aus der Softwareprogrammierung, aus der Matrix, in der wir uns alle bewegen. Und die Beobachterrolle, die katapultiert dich raus aus dieser Matrix, raus aus diesen Softwareprogrammierungen. Und du bist dann wie nicht mehr emotional involviert und bist nicht mehr Teilnehmer, sondern du kannst es eher vergleichen wie, du bist dann Zeuge von der Situation und souverän und unabhängig von den Softwareprogrammierungen, von der Matrix, die die Person hat. Und deshalb bist du frei zu entscheiden, was du wirklich willst,
frei zu entscheiden, was der für dich nächste beste Schritt ist. Und es kann in einer angespannten Situation durchaus mal sein, dann auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht's nicht. Das will ich so nicht, das ist anders vereinbart oder es ist anders geht's schneller, ist es besser. Also das ist das Wichtigste, das Essentielle ist immer unsere Freiheit, die Freiheit zu entscheiden und nicht gebunden zu sein auf einen zementierten Weg, gebunden durch die Softwareprogramme, durch die Matrix, in der wir durch unsere vergangenen Erfahrungen drin sind. Das macht diese Beobachterrolle so wertvoll. Deshalb ist es wie der Geheimtipp, wie der totale Booster raus aus der stressigen Situation. Das ist zum Beispiel auch das, was Sportler tun, wenn sie mental gut gearbeitet haben, gut eingestellt sind, gut von der Matrix bereits im Vorfeld befreit sind. Zum Beispiel eine Daniela Rief, die im 2019 beim Ironman in Hawaii in diese Feuerqualle geschwommen ist. Die Matrix, die Softwareprogrammierung, die sagt, wenn du mit einer Feuerqualle in Berührung kommst, musst du sofort raus aus dem Wasser, sonst besteht die Möglichkeit zu sterben, weil dieses Nesselgift von der Feuerqualle tödlich sein kann. Das heißt, die Matrix, in der sie sich befunden hat, ist, das war eine Feuerqualle, raus aus dem Wasser, um mich zu retten, um zu heilen, um das sofort mit Gegenmaßnahmen zu retten. Was sie aber gemacht hat, ist in die Beobachterposition gegangen zu sein. Was ist passiert? Was ist der Daniela Rief im Wasser passiert, dem Körper passiert? Was bedeutet das und wie entscheide ich aus der Beobachterposition mit einem klaren Kopf? Und da hat sie entschieden, ich schwimme weiter. Ich heile, während ich schwimme im kühlen, erfrischenden, salzhaltigen Meerwasser. Ich schwimme weiter. Und dann ist sie weitergeschwommen. Was nach Menschenerdenken, nach der Matrix, sowohl in ihrem eigenen Bewusstsein als auch im Kollektivbewusstsein nicht möglich ist. Weil diese Berührung mit der Feuerqualle erfordert nach dem Matrix, nach dem Denkmuster, das im kollektiven Matrix-Bewusstsein da ist, sofortige Gegenmaßnahmen. Und sie hat ja die Zeit wieder aufgeholt, sie hat den ganzen Wettkampf beendet, sehr erfolgreich. Das macht die Beobachterrolle. Das heißt, die ist dir immer möglich, weil du kannst immer entscheiden, wer will ich sein, wie will ich mich fühlen, wie soll mein Leben im jetzigen Moment sein. Und in diese Beobachterposition zu switchen, schenkt dir sofort die Freiheit einer autonomen Entscheidung mit einem kühlen Kopf, was ist jetzt der für mich richtige und mögliche Weg. Und darum geht es immer. Die Freiheit der Entscheidung, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht's nicht, oder einzulenken und zu sagen, okay, go ahead, ist nicht mein Weg, ist nicht meine präferierte Entscheidung, ist vielleicht nicht das, wie ich den Weg sehe fürs Unternehmen oder für die Familie oder wie auch immer die Situation gerade ist, aber hey, ist okay, go ahead. Das ist die Zauberei, die Beobachterrolle dir schenkt. Dann bist du nicht mehr deine Gefühle, du bist nicht mehr deine Glaubenssätze, du bist nicht mehr deine Muster, du bist nicht mehr in der Matrix gefangen, sondern du bist der Beobachter, der frei entscheiden kann. Cool, oder? Ah, ich kann da noch Stunden weiterreden. Ich kann mich da richtig in Rage reden, weil das so ein wertvolles Tool ist. Das ist so die Zauberformel, das beseitigt nicht die Glaubenssätze, Muster, Programmierungen, die wir in uns gespeichert haben, sondern es hebt dich da oben drüber
sodass du für den angesagten Moment, in dem du jetzt gerade bist, Entscheidungsfreiheit hast und eine richtig coole, für dich richtige, für dich stimmige Entscheidung treffen kannst. Eben wie in einer Wettbewerbssituation, wenn du Sportler bist und da gerade zuhörst. In einer hitzigen Debatte, Diskussion, hitzigen Moment im Projekt, im Team, in deinem Unternehmen. Das ist das, was ich mit den Unternehmern mache, mit den Führungskräften mache. Das, wenn es ums Online-Business geht, wo einmal Smuffensausen geht, in die Beobachterposition zu gehen und zu entscheiden, aus der Beobachterperspektive, wenn ich das ganze Spektakel da unter mir beobachte, die ganzen Teilnehmer, die Situation, was ist der jetzt richtige nächste Schritt, das entscheiden zu können, ohne in der Matrix gefangen zu sein. That's it! Das feiere ich mit dir, diesen Booster, diesen Zauberschritt in der 100. Podcast-Folge. Danke, dass ich das so schwungvoll mit dir habe teilen dürfen. Lass dich einfach anstecken. Mach mit, mach dich parat für den Shift in die nächste Dimension. Das geht so Schritt für Schritt. Das ist kein morgens aufwachen und ich bin in der 5. Dimension. Das ist wirklich Schritt für Schritt für Schritt von 3.1 zu 3.2 zu 3.3, Schritt für Schritt. Und der Körper geht mit. Der Körper ist das, was shiftet, oder? Genau, also trau dich, die Beobachterposition einzunehmen. Das kann man an jeder Supermarktkasse üben. Das kann man üben, wenn man angerempelt wird. Es geht mir selber so, ist mir gerade so gegangen. Zack, in die Beobachterposition und manchmal habe ich einfach Lust, dann was zu sagen und einfach auch mal nicht besonders vielleicht freundlich entgegenkommen, verständnisvoll was zu antworten oder zu schweigen, sondern eben auch mal zu sagen, hey, also bitte, so geht's nicht. Oder auch mal einfach meiner Wege zu gehen, mir egal wie die anderen sind, ich bleibe in meiner Energie, ich gehe meiner Wege. Das ist die Zauberei, das Geschenk in der Beobachterposition, dass man einfach wie spürt, hey, wenn ich jetzt mal gerade zurück schimpf oder zurück donner oder mal auf den Tisch hau, das tut mir jetzt gerade gut, deshalb mache ich das jetzt. Und im anderen Extrem einfach zu sagen, ich lasse 5 Grad sein, passt schon, ich gehe meiner Wege, that's it, ist alles okay. Es geht immer um die Freiheit der Entscheidung, also oder wie sagt man, Freiheit in der Entscheidungsfindung. Also, zieh die Mundwinkel nach oben, lass die Schultern entspannt sinken, denk dir dein Leben in den schönsten Farben aus, spür in dich rein, bist du wirklich erfüllt oder darf es ein bisschen mehr sein? Trau dich, du selber zu sein, trau dich, in die Beobachterposition zu gehen, trau dich, die jetzt für dich richtige Entscheidung zu treffen. Und trau dich auch, dich bei mir zu melden, wenn das schon längst wie immer kribbelt bei dir. Ich habe jetzt gerade mit einer Person sprechen dürfen, die mir gesagt hat, Nadja, ich folge dir seit 4 Jahren. Das ist, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist seit meinen Anfängen. Und sie hat hunderte Male schon, nein, das ist natürlich übertrieben, schon x Male die E-Mail geschrieben und wollte auf Send gehen und hat wieder gelöscht, weil sie sich dann nicht getraut hat. Und ich sage das Beispiel deshalb, weil das so schön zeigt, der Unterschied zwischen Intuition, zwischen dem Champagnerblubbern, das hochkommt. Ich schreibe dann halt ja, ich lasse mich von ihr begleiten. Ich will das Online-Business oder ich will den nächsten Karriereschritt. Ich will irgendwie weiterkommen. Sie ist die Richtige, die das macht. Und dann kommt das Ego, das sagt, oh nein, was soll die von mir denken oder oh nein, wie auch immer. Das Ego erzählt dann irgendwelche Geschichten. Das ist der Unterschied zwischen Intuition und Ego. Und deshalb, du bist eingeladen, der Intuition zu folgen. Tu den nächsten Schritt, der schon so lange in dir so hoch blubbert. Das ist, wie das Universum funktioniert. So funktioniert unser Leben. Wir sind es uns einfach nicht gewöhnt, es ist uns wirklich wie abtrainiert. Folgt den Impulsen und das Leben geht wie von selber, wie automatisch.
Also, wenn du schon lange hin und her überlegst, dich von mir coachen zu lassen, melde dich, trau dich einfach, spring. Du bist herzlich eingeladen, melde dich einfach. Wir gehen gemeinsam den Traumweg, den du gerne gehen möchtest. Wir lösen die Muster, die Matrix, die sich irgendwie hingeschnürt hat bei dir, bei uns allen. Wir alle haben sie. Und es darf immer leichter, leichter, leichter werden. Das ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb ist dieses Wort so passend. Es ist ein Rausentwickeln aus der Matrix. Genau, melde dich einfach, du bist herzlich eingeladen, weil dein Leben wirklich leicht sein darf. Immer. Beruflich, privat, im Team, Projekt, Unternehmen, immer und überall. Jetzt ganz herzliche Grüße und eine warme Umarmung zum 100. Mal. Ganz herzliche Grüße, deine Nadja.